Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel No More Heroes 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu No More Heroes, dem wahrscheinlich letzten Part. Diesmal wirklich. Das Schöne ist, ich kann die alle one-hitten. Beziehungsweise two-hitten, je nachdem, was für Gegner das sind. Ich weiß nicht, warum er letztes Mal hier in den Henshin-Modus gegangen ist. Ich weiß es halt wirklich nicht. Aber unser Job ist es, Puh diesmal umzunieten. The number one ranked assassin is Jess Baptiste the Sixth. Occupation? King of Destruction. Den werden wir zerstören. Let all of your madness bloom in full, Travis. Ich werde es versuchen. Ja, das ist ein schöner Garten. Falls da vorne noch ein Sushi oder ein Nudeltyp ist, gönne ich mir. Aber ja, erstmal muss ich rennen. Das ist nur ein Sushi-Typ. Ich darf mir noch mal vorher gönnen. Dann werde ich das jetzt auch noch machen. Gib mir einen Moment, Leute. So, Leute, ich habe mir Nudeln gegönnt. Ich werde jetzt hier nochmal abspeichern, das dürft ihr sogar sehen. Ich habe mir die Nudeln gegönnt, dass man mehr Angriff, Leben und Spannung hat von Anfang an. Besser kann ich mich halt wirklich nicht auf den Kampf vorbereiten. Ich habe auch nochmal jedes Sushi nochmal voll gekauft. Und es kann sein, dass ich es brauchen werde. Na dann, let's go into the last boss fight, würde ich sagen. So you actually made it all the way here. I'm more pleased than surprised. To think that there was a shining pebble in the rough of that trash planet after all. You're that shining pebble. Oh, das ist ja lieb. Fucking diamond. And that's quite a huge disparity. You just can't stop talking, can you, Prince Dumbass? Do you really fear me that much? The fuck you say? Fear? What the hell is fear anyway? I can't even comprehend the emotion you call fear. No, seriously, tell me, what is fear? That's sad. Didn't your mommy and daddy teach you? It's not nice to cause trouble for others. No? Cause trouble, and you'll get scolded. But nobody's ever scolded you before, have they? My daddy scolded me once. I was punished and was sent to rot in space prison. Black hole prison? It's basically paradise. That wasn't punishment. You just went on a nice little vacation abroad. And that's how we get Prince Dumbasses like you. Yeah, just keep talking. Keep fucking talking. Go on, okay, there's you Matt. Fucking loser. Get all nice and salty for me. Okay. Those eyes, right there. The dumbass is turning into a beast. Kill you. Ach du Scheiße. Kill you. Der ist sauer. That's what I want to see. Come at me. Kill me. Demons don't got shit on me. I'll kill you. You're getting real fucking crazy now. That's what I'm talking about. Okay. Okay, die Death Force funktioniert nicht gegen den. Der hat einen Schutzschild, der Dreckige. Und werfen. Warum hat der Dreckige einen Schutzschild? Warte mal. Das sollte ich mir von Anfang an geben. Aua. Freeze. Aua. Aua.
Aua, aua. Ich drück die ganze Zeit was und darf nicht. Er hat mich gegriffen und gibt mir Kopfnüsse. Okay, ich weiß ja, dass die Death Force nicht gegen den funktioniert. Der scheiß Schild, ne? Ich glaube, während diese Lichter aktiv sind, hat er diese Barriere. Währenddessen brauche ich auch nicht auf ihn einschlagen. Diese Dinger sind auch noch verfolgend. Und er hat mich schon wieder gegrapscht. Ich versuche seine Barriere zu begreifen, ne? Barriere. Barriere weg. Der hat immer noch eine Barriere. Barriere ist so nervig. Greifen funktioniert auch nicht. Okay, ich hab's ja begriffen. Nicht stehen bleiben. Mann! Ich kann ihn grapschen! Dass er aber auch wirklich durchgehend eine Barriere haben muss. Ab dich! Jetzt kann ich dir wenigstens aufs Maul geben! Ich weiß nicht, was das ist und ich will es nicht abbekommen. Der hat mich einfach während meines Death-Skills weggekickt. Nein, danke. Ja, sicher, spring einfach auf mich drauf. Ist fertig mit Ausrasten? Nein, bist du nicht. Warum versuche ich eigentlich die Death Force? Aua. Aua. Ja, der macht wieder den Angriff. Ich weiß nicht, warum ich die Death Force überhaupt versuche. Ja, Sichi! Sichi! Ist gut jetzt! Wo ist der? Autsch! Er nimmt gerade Schaden! Autsch! Nein, nimmt er doch nicht. Da ist schon wieder die Scheißbarriere. Endlich, ich kann dich verprügeln. Ich kann dich nicht mehr verprügeln, Kacke. Ich wusste, dass der hochspringt, weil ich so leicht gesehen habe. Okay. Letztes davon. Einfach in den Rücken treten. Werfen und weiter drauf kloppen. Verreck endlich!
habe ich ihn besiegt. Ist er tot oder hat er eine zweite Phase? Ich glaube, er hat eine zweite Phase. Verdammte Kacke. Was für ein riesiger Fellball. Ja, das ist ja angenehm. Autsch. Jetzt habe ich einen Backflash. Ich muss von alleine drauf aufpassen, auf wo die Hand kommt. Und jetzt hat er natürlich vier Phasen. Aua! Ja, sicher. Wird überhaupt nicht zum Kotzen. Ich kann ihn nicht mal anvisieren, ne? Wieso dauert der Kampf doch ewig? Da kommt er wahrscheinlich raus. Okay, man kann das so ein bisschen abschätzen. Ein bisschen. Ich werde wahrscheinlich trotzdem sterben. Da kommt er raus. Dass ich mir auch jedes Mal nur einen einzigen Hit geben kann, ne? Okay. Oder zwei, je nachdem. Da. Ich muss einfach hoffen, dass ich diesen Angriff kriege. Oh, Kacke, da ist... der ist direkt neben mir. Ich muss mal ausprobieren, ob ich den verlangsamen kann. Nein, kann ich nicht. Ja. Okay, eine Phase geschafft. Ja, komm. Kamui! Okay, da kann er rauskommen. Da kommt er raus. Ich habe komplett veraimt. Wenigstens weiß ich, worauf ich achten muss. Okay, wieder ein bisschen Schaden gemacht. Das ist halt der beste Angriff, den ich dagegen machen kann, ne? Mit dem anderen treffe ich einfach kaum. Da kommt die Hand raus. Komm. Wieder eine Phase geschafft. Ja, Batgirl hilft mir. Ja! Übertreib noch mehr. Spin death slow. Death belt shot. Jetzt sind ja auch noch Laser. Schade, hat er nicht den guten Angriff. Das ist reines Glücksspiel, ob man dieses Querschlägen kriegt. Ja, komm, komm. Da macht er. Weich aus, ich hab keinen Bock auf die Laser. Da kommt er raus.
Das Gute ist, er hat, obwohl die Leiste so extrem aussieht, nicht viel Leben. Nein. Er dreht dann immer die Hand zur Faust um, wenn er angreifen will. Scheiße, das war doch schon wieder ein Laser. Ich hol mir das Angriff und... Hi. Und das mal eben kurz. Bloß nicht in der Schusslinie stehen. So, welcher ist es? Okay, der dritte ist es. Zack. So, wer hilft mir jetzt? Der Wrestler. Und der Dude. Der Typ, von dem man nicht weiß, wer er ist. Ich habe noch in die richtige Richtung geschlagen. Ja, ich habe den guten Angriff bekommen. Einfach hoffen. Nope, da. Aus einem der drei Dinger kommt er raus. Aus dem mittleren. Den Angriff bräuchte ich früher. Nein. Nein. Aus der kommt er. Okay, die drei sind schon mal runter. Da kann ich ja dann schon mal dahin schießen. Besiegt! Ich habe die zweite Phase geschafft. Irgendwie. Shinobu! Master! He's wide open! Now's your chance! Here we go! Okay. Einmal in die Presse schlagen. Ist er wirklich tot? Habe ich ihm gerade das Genick gebrochen? Für mich sieht er noch lebendig aus. Junge, diese Phase, die war ja ätzend. Und nochmal drauf. Wie gesagt, für mich sah er noch relativ lebendig aus. Kopf ab. Der alte Fu. Nein. I loved you too, Fu. Damon? Damon? Goodbye, Fu. Now fuck off! Und damit ist er auch tot. Was ist mit Damon jetzt passiert? What the... Irgendwann blickt man nicht mehr durch. So he's finally dead. Nice work, Travis. So this is what it was all about? Looks like my hunch was right. You're a friend of his, right? His friend? Are you kidding me? That crazy alien bastard was just a pawn. I'm the real king. I see. So the real scumbag is you then. I totally missed that. Nochmal kämpfen. It's all you, Travis. You. You. You hit me, didn't you? You hit me. Not even my dad has ever hit me. Oh, okay. So you're the asshole who forced Juvenal out. I remember now. Now it's my turn to hit you, Travis! Thunderbreak! Und noch ein Bosskampf. Warum gleich zwei am Stück? Yo!
Yo! Wir spielen Power Rangers, okay. What the fuck is happening? Hey, that Glastonbury thing. Call it. That's been decommissioned. Too much dark matter. It deteriorated. Okay then. What the hell do we do now? Juvenal, please do something about this. I cannot do anything right away. Okay. If I had around 2 years, I could help. That's not gonna work. Wait a moment. The death gauge is going off. It is transferring something over from another dimension. Okay. Transferring what? Some sort of unknown, huge object. Starting countdown. It's not a monster or something, is it? We get one more monster or demon or whatever, and this town is screwed. Yeah. Wir haben gerade ein anderes Problem. 3, 2, 1. Here it comes. Any second, the transfer is complete. An Arsenal Volox model has arrived. What? The mech from Daemon X Machina? From the Japanese publisher Marvelous? An Arsenal? And it's the Rollout model. The model with the same coloring system as the Glastonbury. Travis, hurry up. Okay, wir haben was von dem X Machina geklaut gerade. Ehrlich gesagt, ich habe nur Trailer gesehen und ein, zwei Gameplays. Okay. Quicktimes. Ich habe nur Quicktimes gerade. Und das sind auch gleichzeitig die Credits. Die besten Credits aller Zeiten. Junge, langsam wird dein Moveset langweilig. Bam. Richtig geiles Ending. Ich muss fast die ganze Zeit nur A drücken. Nee, er ist daneben gegrapscht. Nee, schon wieder daneben. Tut mir leid. Ich hätte so gerne mit Glastonbury gekämpft. Das ist so ein Riesenroboter, der genauso groß ist wie der. Game besiegt. Jetzt sind's wir im All. Ach du Scheiße, wie kommst du wieder da unten? Where the hell are we? The edge of space. Maybe even the promised land. Nice place for a final showdown. We've come so far. The train keeps going. Ey, einfach mal so ein Kontrast zu vorher, ne? It's over, Travis. Looks like this is the final stop. We'll settle this with sumo. Sumo? Like Japanese sumo wrestling? Yeah, real men settle shit with sumo. Okay. Fine. Now for the final transformation! Und so wurde aus einem Menschen irgendein Riesen... Start the game. Alien. The final game. Oh, Bosskampf. Im Moment spielen wir gerade Smash hier. Man hört den. Man hört die E-Sex mal auf. Ja, versuch ruhig deinen coolen Faktor. Hallo? Flacke die andere Richtung. Ich kann ihn übrigens nicht runterschmeißen. Voll daneben, du Lusche!
Jetzt dreh dich nicht. Daneben. Junge, das, der Kampf ist jetzt schenk. Und tschüss. Das war doch mal das Smash Spiel. Wirst aber. I've still got somewhere to go home to. But you, you don't. Ist ja gut. Ich wollte gerade sagen, noch ein Bosskampf wollte ich mich eigentlich verkohlen. Be sure to apologize to Juvenal and have fun hanging out with Prince Dickhead in hell. Ach so, das war die, die in der Cyberwelt gefangen war. Ich erinnere mich. Alter Schwede, wie viele Bosskämpfe waren das jetzt am Stück? Hey, ich bin die Nummer 1 des Universums. Ich frage mich, wie sie das in einem weiteren Part, also weiteren No More Heroes Spiel noch toppen wollen. Ich glaube, jetzt haben wir die endgültigen Credits. Die mega geil aussehen. Wisst ihr was? Ich mache mich mal stumm, mach den Avatar weg und lasst euch den Rest genießen. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Was? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wahrscheinlich. Ah, eine Beerdigung für Bad Dad. Nice place for the home run king, huh? Working old buddy. Fucking dying on me like that. Daddy, I was never able to say this, but you always looked so cool hitting home runs. You always bought me marble fudge ice cream after your games. I actually wanted coffee flavor, but you always assumed that a little kid would want marble, so I never said anything. Hero.
King Jesse-Baptiste V. I've come to this world as a divine messenger. Fu's dad, huh? Well, someone kills your kid, I guess you're gonna get mad. Hold up now. Do not jump to conclusions. I have traveled vast distances to come to this planet, Earthling, to enter into a peace accord. Are you the representative of Earthlings? Do I fucking look like it? Well, in that case, it would appear that peace negotiations have failed. What? Wait a second. First, you gotta talk with some actual representatives, and then... Under Baptiste interplanetary law, I hereby seize the planet, Earthling. Do it! Dad, it's me. Have you forgotten what your own kids look like? What a shitty dad. Hunter and Jean, is that you? Who? Master's children, the twins. Wow, you guys have gotten big. They're from another world. Wait a second. Hunter and Jean? Is it really you? We came from the future. There's no time to explain. Just look at the situation. Mommy, I took out every single one of them. Good boy, Scott. Dad, let me introduce you guys. This is Jean's son, Scott. He's your grandson. I didn't mean to hide it, but getting to fight you, I was so happy. You're so tough, Grandpa. Hold up. This is like the actual final for real's ending? What the hell is going on? Somebody! Explain this to me! Travis, the battle is not over yet. Your next opponent is up to the north. You came from the future to kill Uncle Henry. That cosplaying dickhead killed you and is counting down to this planet's destruction? Oh, snap! My great-uncle teamed up with some super messed up aliens and was attempting to conquer the planet. So we have to change the future. Come with us! Come with us, otherwise you're gonna die! Oh, snap! Welcome, Travis, to the Garden of Insanity. Next up, Family War. Oh, snippity snap! Ich hab jedoch am Ende noch zugesehen. Ich war schon eigentlich off. Ich will jetzt nur gucken, ist da jetzt tatsächlich noch mehr Content oder habe ich mir das nur eingebildet? Okay, es ist einfach nur, man kann das Spiel jetzt nochmal neu. Ich dachte schon. Leute, ich muss das Spiel nicht nochmal neu. Das mache ich nicht. Vergisst es. Ich kann ja nochmal rausgehen und gucken, ob was passiert. Okay, hier draußen passiert nichts. Ich sag dann jetzt nochmal wirklich ciao. Das war's mit dem Projekt. Ich glaube, das war einfach ein Teaser für den nächsten Teil. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.